Hallöchen zusammen und herzlich willkommen hier auf Arc Primitiv Plus. Und wir sind einen Zentimeter vorangekommen. Ein Zentimeter. Wir haben es geschafft übers Wasser, aber wie viele Tode dazwischen lagen, möchte man niemandem erzählen. Also ich bin nicht gestorben. Bitte? Ich bin öfters. Ich war nur schneller als Hiro. Ich bin sehr häufig gestorben, aber gut, so ist das halt. Ja, also hier die Barrikaden noch errichtet und da haben wir schon einige Viecher reingelockt. Und ihr seht schon hier wieder alles voll die Piranhas. Mein Gott, ey, die haben gerade das weggekillt. Piranhas. Ja, die schwimmen da einfach rein alle und sterben. Komm her. Aua. So, roter Piranha, ne? Wir müssen in die andere Richtung, Leute. Ja, müssen wir machen. Ja, aber falls wir jetzt spontan ins Wasser flüchten müssen, dann werden wir von Piranhas zernagt. Sag mal kurz, das ist ein hoher. Ein hoher Level 12. Ein hoher Level 12. Ich dachte, der ist hoch. Bleib liegen. Fisch. Hier oben, ist in die andere Richtung. Ich warte nur auf euch. Okay. Ja, 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 sagst du. Warte mal, wo seid ihr denn? Ich sehe euch nämlich gerade wieder gar nicht. Bin doch am Floß. Okay, Mario so. Hackt erstmal. Ja, da kommt es okay. Brauchen wir nicht. Wir haben genug. Obwohl, der hat gutes Leder bei. Das stimmt, Leder ich sehe leider meine Lebenspunkte mal wieder nicht. Ach, ist egal. Das ist immer wenn ihr was kommt, bist du sowieso das tot. Also von daher. Ja. Macht das keinen Unterschied. Also wir haben es schon mal bis da oben drauf geschafft. Und dann ich war auch schon letztens direkt auf der Insel in der Mitte. Da war nix. Da war nix. Okay. Da war nix. Aber wir haben ja jetzt mehr Glück, wenn die anderen hier alle drauf rumwuseln, dass sie die Dinos bei denen spawnen. Genau, ich glaube nicht. Ich glaube nicht. Ja, hier oben einmal über den Hügel rüber, und da ist ja schon unser Bauplatz. Schon. Ach, das Vogelgezwitscher ist doch super entspannt. Wahrscheinlich springt das hier gleich irgendwie. Der, das ist auch richtig geil hier. Ist nicht der Titano hier eigentlich? Nee, oh mein Gott, nein, scheiße, okay. Du Kack-Terrorvogel. Mann. Lauf. Ich renne um mein Leben. Lauf hier rum. Ihr habt ihn? Wir wechseln uns einfach ab. Wir müssen zu den Spikes. Ja, ja, ja. Ich guck mir das Ganze mal an von dem Ja, Bild. Genau. Mario oder Assi? Ja, Mario zeigt nämlich dann, wie er wirklich ist, ne? Ey, ich habe jetzt schon so viele Viecher von da oben da runter gelockt zu den Spikes, jetzt könnt ihr das mal machen. Hiro, was macht deine Ausdauer? Ach, das funktioniert noch. Reicht noch. Aber ich glaube, der ist ja direkt hinter. Ey, da blockt der Tyrannodon. Ja, du musst einfach hinten rechts um die Ecke. So, jetzt, weiter, ja. Weiter. Nee, scheiße. Weiter. Ja, sehr schön. Oh, super. Perfekt. Ja, man muss hier einfach mal im Kreis rennen. Na, rennt mir Mann, hinterher. Scheiße. Warum lockst du den dann raus? Mann, ich wollte nicht. Ja, warum hast du denn? Wollte ich aber nicht. Wo muss ich denn lang? Du musst den so abhängen, dass er. Nein, Hiro, dass er mir die Hose auszieht. Die Sau. Jetzt hängt er drin, oder? Ja, perfekt, tot. Ja, dafür opfer ich mich doch gern, ne? Also wenigstens einmal sterben. Oh, okay, Mann. Dann komme ich mal ganz kurz mit dem Floß wieder rüber. Ich komme auch gleich wieder. Ja, schon echt weit gekommen hier. Das ist ja, das Problem ist, wenn wir jetzt wieder die ganze Zeit warten, inzwischen jetzt wieder respawnen. Ich sehe meine Lebenspunkte wieder, das hat sich gelohnt. Wenigstens dafür wollte ich doch einfach sterben. So, mein das Taxi ist, das ist halt geil, wenn man sich da wirklich vorarbeitet und dann endlich Fuß fassen kann in der Base oder so. So. Was ist denn eigentlich so schwer? Ja, so die Wände okay, sind so schwer. Okay, lass dich mal fahren. Ich fahre hier wieder überall hin. Und der Bär läuft da auch noch völlig entspannt am Strand. So wie so Wahnsinn, dass die Federn genauso fliegen wie Fleisch. Fliegen? Fliegen. Wiegen, fliegen wie Fleisch. Fliegen, wollte ich sagen. Genauso fliegen. Richtig so. Gut. Fliegen tun. Wiegen. Viele Gramm. So, warte mal. Wo bin ich hier drauf? Ja, doch, irgendwo. Ach, doch, hier, hier draußen liegst du. Ach, geil. Das sieht auch schon ein bisschen verboten aus, ey. Ey, sag mal, du musst mich nicht noch umbringen, Hiro. Du. Hiro, der Leichenschänder. Lauf ich mal wieder. Neuer Titel. So. Ja. Er wird immer härter. Naja, du. Der also. Leichenschänder. Der pädophile Dodo-Leichenschänder. Ach, pädophil haben wir ja noch nicht gesagt. Also ich stehe jetzt oben, direkt vorm See, und ich sehe erstmal nichts. Das ist schon mal schön, ich komme auch mal hoch. Dylikuros ist hier. Ach ja. Wahrscheinlich kommt hier gleich der nächste Terrorvogel angelatscht. Ist halt die Frage, wo wir dann bauen wollen. Ob wir erstmal direkt am See bauen wollen oder ob wir ein Stück abseits bauen wollen, damit wir den See dann erschließen können oder... Ich hoffe, das also ich würde sagen, wir können ja unsere Ranzhütte erstmal da links auf der freien Fläche bauen, oder? Die Ranzhütte. Ja, damit wir hier safe sind und dann können wir hier schön farmen gehen und so. Stimmt, und hier bauen wir uns dann alles zusammen, was wir brauchen. Der Dödi, der gezähmt werden will, ist ja schon am Start mit Level 12. So.
krass, ey. Paracetamol-Tierchen hier. Noch ein Dödi. Oh, schön. Also hier so, oder was? Ja, bist du denn? Da. Ja, warum nicht, oder? Hier so drauf, irgendwie. Ja. Wir viel weiter kommen erstmal nicht ran. Naja, das also ist doch schon mal ein guter Anfang. Ja, pass auf, dann baue ich mal oben vorne schon Mauer. Da hinten sind Terrorbirds. Drumherum mal so ein Scheiße, bisschen. Scheiße, die sind gar nicht so weit. Und der rennt. Der rennt. Das muss jetzt erstmal nicht geil aussehen, das reicht, wenn es irgendwie zu ist. Problem Hast ist, du auch Ceilings mit und so? Nee, das ist erstmal nur eine Mauer, damit hier nichts rankommt. Kannst du mal die Büsche etwas so entfernen, bitte? Irgendwie? Ja, ich bin schon dabei. Ach scheiße, ich hätte mal die Sickle bauen können, ne? Dann hätten wir da gleich was von gehabt. Naja, wir müssen ja eh wieder zurück. Ach schön. Vogelgezwitscher. Alles schön. Da kommt... Ach nee, ein Gallimimus. Man muss ja hier so ein bisschen die Augen aufhalten. Da sind Biberdämme im Wasser. Biberdämme? Sind das Biberdämme? Also links so ein Mini? Oder ist das was anderes? Oder ist es... Nee, es ist totes Holz. Nee. Also hier reinspringe. Wo soll ich denn Spikes überhaupt bauen? Brauchen wir überhaupt Spikes? Ich würde erstmal die Spikes aufheben. Komme ich hier wieder raus, wenn ich... Ja, doch komme ich. Anni springt erstmal runter ins Wasser. Nee, es ist einfach nur Holz. Es sah von weiter weg aus wie ein Stück Biberdamm. Denn wir müssen nämlich mal gucken, dass wir die Mauer auf jeden Fall hoch genug bauen, dass er nicht irgendwas drüber stampfen kann. So, schnell nach oben. So, vom Platz her ist das ja schon mal ganz gut, finde ich, oder? Also von der Menge her meine ich, so von der Größe. Ja. Her. Oh, scheiße. Alles rein erstmal, ne? Nee. Lass mich in Ruhe, wer auch immer hier beißt. Wo bist du denn, sag mal? Jetzt wieder hier bei euch. Hier, ich bin dann nur mal kurz ins... Warte mal. Das Problem Alter, ist, wir haben nicht mehr so viele Dings hier, Fans Foundations. Ah, da bin ich. Sieht doch schön aus. Also ich habe doch welche, aber wir haben keine Mauern. Na, Mauern können wir ja bauen. Also eine bräuchte noch hier vorne. Zwei Stück habe ich noch. Wir bräuchten ja nur eine hier vorne. Mauern? Mhm. Na, wir müssen mal kurz sammeln. Also ja. Werkzeug haben wir doch mit. Vielleicht können wir auch eine Tür bauen. Ja, das stimmt. Eine Tür wäre ganz sinnvoll hier oben. Ich hau hier mal so einen Stein weg. Ja. Ich weiß gar nicht, Doorframe schon gelernt. Ganz kurz gucken. Wood, Stone, Doorframe. Ja, 30 Steine, 16 Holz und 12 Thatch. Ja, das ist... Hier Steine hab ich. Und hier die kleinen kann man, glaube ich, abbauen, ne? Ja, das stimmt. Oh Gott, da bin ich irgendwo runtergefallen. Also du hast jetzt schon genug Steine, Hiro? Ja, ich habe, glaube ich, jetzt alles sogar. Ach krass, okay. Und wir bauen auf jeden Fall hier in dieses kleine Häuschen oder an diesem kleinen Häuschen mindestens eine zweite Etage drauf, dass wir von oben ein bisschen das Gelände überblicken können. Ja. Wenn wir notfalls was abknallen können, eine Armbrust oder was weiß ich. Wie unsere Eishütte damals, ne? Ja. Okay. Bloß ein bisschen sicherer diesmal. Wie viel Fiber brauchen wir jetzt noch? Fiber brauchen wir gar nichts. Fiber brauchen wir, sammeln es einfach so. Ich schmeiße aber alles hier rein, was ich habe. Ja, ich habe nur einfach so ein bisschen gesammelt, damit ich hier irgendwas Sinnvolles mache. Ja, da brauchen wir ja nur noch jetzt Foundations entsprechend und Betten. So, ich schmeiß auch mal mein Zeug hier rein, warte mal. War jetzt nur das? Oh, 25 Fiber. Mal für die Betten, Hide, haben wir noch Hide mit? Ich habe Hide mit, ja. Ich habe 12 auch noch. Warte mal, ich... Ach so, nee, scheiße, ich habe nicht viel. Ich habe das vorhin ausgeladen. Aber wir haben drüben fertige Betten, ne? Wollte ich nur mal sagen. Ja, ja, wir haben drüben auch ganz viel Hide. Ich habe vorhin nochmal 200 reingepackt. Ich trau mich, dass ich... hier natürlich auch irgendwie mit Spikes so ein bisschen Stress machen. Ja. Könnte man eigentlich machen, wenigstens. Ja, wir Vielleicht können wir ja hier vor irgendwie so einen kleinen Kreis bauen, weißt ja, du? Ja, einfach so noch, als Vorraum. Falls hier zu viel Viechzeug rumrennt, locken wir alles da rein irgendwie. Also ich würde generell irgendwo halt so einen Kreis bauen, dass man einfach irgendwie was töten können notfalls. Problem ist, ja. Ich weiß nicht, wie viel Schaden die Paras... Oh, ein Kano! Oh, shit. Und ich hab hier... Richtig. Im Wasser. Ja, und der... Aber der Kano ist mit dir. Der Kano ist auch im Wasser. Jo, du schaffst das, ich kann du schaffst nicht mehr das. Laufen. Nein, und das war der Tod von Hiro. Ja, so viel zu den Spike-Blockades. Die wären schon gut gewesen, die Spike-Blockades. Na, die Paras laufen erstmal drüber. Oh nein, und der kommt bestimmt zurück. Na hallo, da sind noch Piranhas im Wasser. Hallo Kano. Der kommt aber nicht hoch, oder? Nee, ich mach den kaputt. Ich hab Pfeile. Ja, aber so viel Pfeile haben wir nicht, je nachdem.
25 Pfeile. Wenn er nicht so wackeln würde, der Kleine? Nee, das ist hier das Para-Viech. Ach so. Och, Para. Verschwinde. Wo ist er denn? Problem ist, der steht hier so weit unter uns. Ich sehe ihn gerade gar nicht. Ich sehe ihn, aber mal gucken. Wo denn? Mal gucken, ob ich hier nochmal rüberkomme heute. Sein Köpfchen. Mal gucken. Wahrscheinlich treffe ich nicht. Der muss sich nochmal umdrehen, der Kleine. Los. Jetzt sehe ich einen Schwanz. Keine Piranhas, oder? Zeig mir deinen Kopf. Zeig mir deinen Kopf. Nö. Warte jetzt. Problem ist voll daneben, so richtig. Du hast Spike Blockades mit, Hiro, ne? Ja, ja. Können wir eine Kiste? Die ist natürlich jetzt leider da unten. Ja, die wollte ich gerade holen, aber. Jetzt haut der ab. Können wir hier eine Dings bauen? Der haut jetzt richtig ab. Kannst du eine Kiste bauen? Kann ich bauen, ja. Ich guck mal kurz. Oh Gott, wäre ich auch immer gefallen. Storage Box, Moment. Ach, da ist er. Da war sie doch. Thatcher und Wood. Muss ich ja nur die Beine. Oh Gott, ey. Ja. Kannst du von mir aus zwei Kisten bauen. Ja. Da ist ihn geworfen. Ja. Nehme ich schon. Ah, da fehlen noch 10 Fiber. Also 6. Oh, hier ist wieder ein Kano. Schon wieder ein Kano, Hiro. Beste Freunde. Hey. Oh, da hinten ist Rudel Terrorbirds. Wir brauchen auf jeden Fall ganz dringend so, hier. Kiste. Ich baue mal 2. Jetzt hier hin. Mhm. Ich versuche nochmal mein Glück nach oben zu bringen. Ja, viele Erfolge. Nee, baut mal hier vorne hin. Hier an den einfach an den Rand? Ja. Weil wenn da vorne irgendwas durchbeißt, dann ist es vielleicht kaputt, das Zeug. Wollen wir nicht. Diese Sounds hier, ich drehe mich die ganze Zeit so panisch um, ey. Ja, ich komme auf jeden Fall dir nochmal entgegen. So, das kommt jetzt auch erstmal weg. Ach, die ist voll. Ich glaube, hier oben ist ja nichts mehr irgendwie. Beziehungsweise ich hole erstmal deine Leiche, das wäre vielleicht, glaube ich, sinnvoller. Ja. Ich gebe dir gleich mal Rückendeckung. Der Kano rennt da rum. Du willst da nicht hin. Ja, der geht gleich weg. Dann gehe ich da runter und hole die Leiche. Alles in Ordnung. Der macht da noch rum. Na, wenn er erstmal rübergesprungen kommt, ist kein Problem. Ich mach den kaputt jetzt hier. Komm her, Freundchen. Bleib einfach da unten. Ja, dann vielleicht auch wieder. Hallo. Ey, nicht verschwinden. Mann, ich treffe dich doch nicht, wenn du deinen Schwanz einziehst. Oh, das hat sogar noch gezählt. Komm. Los. Mist, jetzt bin ich natürlich so tief gefallen, dass ich Schaden genommen habe. So, ja, im Moment also hast du auch Ruhe, glaube ich. Ja, das Problem ist hier direkt links, wo ich eigentlich rüberschwimmen wollte, waren Rudel Terrorbirds. Ich habe noch 8 Pfeile. Das ja, aber ich habe Pfeile in die Kiste gepackt, kannst du gerne nehmen. Okay, ich muss nur kurz warten, dass er sich mal wieder zeigt. Hier kommt gerade wieder so ein blödes Paracetamol-Tierchen an und macht ein bisschen Schwung. Hallo, ist doch nicht wahr jetzt. Aber wie sieht's rechts aus? Da sieht doch gut aus eigentlich. Rechts war ja vorhin auch der Terrorbird. Der kommt nicht mehr. Kann ja mal von oben gucken. Ach, scheiße. Oh, da ist ein T-Rex. Oh Gott, was hab ich denn hier? Ach so. So, jetzt freundet er sich mit dem Gallimimus an, oder was? Oh, fuck, jetzt werde ich hier vom Tyrannosaurus getötet, oder was? Hä, seit wann greifen die denn an? Ich hab's Ei geklaut. Ja, oh nee, ey, weißt du? Genau, aber ich weiß ja... aber ja, die greifen doch eigentlich nie an. Natürlich greifen die an. Nein, Tyrannosaurus greifen nicht an. Dann greifen die ab sofort hier an. Okay, dann hol ich mal... Aber das Problem ist... Also, da waren ja auch Piranhas. Ja, das... hat schon Grund, warum ich darüber springen wollte. Rechts ist auf jeden Fall ein T-Rex. Das kann ich schon mal sagen. Und die Mauer ist nicht hoch genug, um T-Rex abzuwehren. Bist du schon gespawnt, ja, ne? Ich bin schon gespawnt, ja. Ich habe Wände, glaube ich, nicht. Oder bist du auch schon mal gestorben? Ja. Warum hast du denn sowas? Ich wollte da Zeug holen und du hast nicht gesagt, dass da Piranhas waren. Okay, hab ach, da bist du. Hi, Mario. Ja, nehmen wir, pass auf, dann nehmen wir jetzt gleich noch was mit. Ja, nehmt mal Wände und so mit. Na, wir haben keine Wände. Oder, naja, dann baue ich mal... Oh, da hinten ist der Kano. Mann, Alter, Kano, jetzt komm her. Was kann man denn mitnehmen so? Ich weiß nicht, ein bisschen Hide können wir auf jeden Fall mitnehmen. Ja, komm her, Mann. Ich nehme mal einen Stapel Hide mit, vielleicht Betten. Treff ich nicht. Wir bräuchten halt eine Foundation. Also 29 Steine haben wir hier. Na, Steine können wir ja schnell rauskloppen. Also wir haben doch hier, wo ist denn das Metallwerkzeug gelandet? Oh, knapp. Hier ist noch Metall. Ja, meins liegt natürlich da hinten noch. Ach, wir hatten nur eine Axt, ne? Kann das sein? Nee. Doch. Kann sein, ja. Wir sind auf jeden Fall 2 Spitzhacken noch. Dieser Kano geht mir so auf den Keks. Na, Spitzhacken haben wir genug. Steine. Wir brauchen halt, ja, Dingens, Kirchenzieher. Was fehlt denn jetzt hier? Wood und Stone. Also Set bringe ich auch mit. Alles. Fiber bringe ich auch mit. Wie viel Stone brauchen wir denn? Ich nehme auch alles mit.
6 Steine noch. Nur nicht sterben jetzt, ne? Also, wofür brauchst du denn Stein? Na, ich wollte Wände bauen. Achso. Wollte ich schon mal anfangen. 6 Steine haben wir noch hier. Ja, nee, ich kann mir die ja selber abbauen. Ich hab 85. Ich muss nur gucken, was hier so rumrinnt. Gott, ist das wieder auf. Ne, wir brauchen erstmal eine Foundation, das wäre ganz gut, glaube ich. Die Foundation habe ich nicht gelernt. Nee, die kann ich dann bauen, wenn wir drüben sind. Aber Wände halt wegen dem T-Rex, das schon mal hoch genug ist. Aber die Fläche ist ja zum Glück groß genug, dass wir da nicht direkt aufgefressen werden. Und das war das Beil. Das Problem ist halt nur, der macht einfach einen Schritt drüber über die Wände und dann war's das. Ja. Hier sieht's immer noch ganz gut aus. Na, sagst du. Wahrscheinlich kommen sie gleich von hinten angeschoben, die Piranhas. Ja. Oh Mann. Das ist schon wirklich ein bisschen aufregend, hier in diesem Gebiet voranzukommen. Aber hier schwimmen so viele Fische rum, hier kann man echt gut angeln. Da können wir uns dann schön... Ist nicht so wie auf Valhalla, wo man dann irgendwie Ewigkeit nichts findet. Können wir uns einen Balkon bauen. Wir haben auch alle Arten direkt. Geil. Ja, dann brauchen wir halt nur entsprechend noch das Leech-Zeugs als Köder. Aber das kriegen wir ja auch. Der Sumpf ist ja auch nicht so weit weg. Ja, der ist ja in der Nähe. So, ich flitz mal los in der Hoffnung, dass hier nichts kommt. Aber sieht zumindest noch relativ sicher aus, sag ich mal. Mhm. Ich glaube, der Weg müsste auch relativ frei sein jetzt. Ja. Kurz regenerieren. Sind ja schon oft genug jetzt hoch und runter gerannt. Also inzwischen dürfte eigentlich nichts mehr rumstehen. Na, Stein. Oh, da vorne ist ein Terrorbird. Der macht sich gerade an den Dödi ran. Der macht sich an den Dödi ran. Erstmal noch ein bisschen Holz sammeln. Boah. Wo ist denn hier die Hütte? Terrorbird, ach du Scheiße, ja. Ach hier, die sieht man von Weitem gar nicht, die Hütte. So, okay, also ich... Hast du Holz mit? Nee, Holz habe ich nicht mit, ich habe Steine mitgebracht. Mm, also Holz können wir holen. Was, was? Nein, nein, nein! Was? Nein! Oh nein, aua! Oh mein Gott. Direkt alle auf einmal. Ja, weil die standen so. wenn ich mir das Stripe lang angucke, ey, das ist nur rot. Was denn das, die Scheiß-Alos, Alter? Rache! Ja, das Problem an der ganzen Sache ist ja, es sind ja nicht nur die Dinos, die fort sind, sondern die haben wahrscheinlich auch gleich das ganze Zeug kaputt gemacht. Und ich habe das Floß schon extra im Stream richtig weit weggeparkt. Mann, seine Scheiße. Wo ist hier unten jetzt ein Kack-Terror-Bird? Also, weiß ich nicht. Also normalerweise kommen die Alos nicht ins Wasser und daran, weil die Akku-Range nicht so groß ist. Was ich mir vorstellen kann, ist, da ist einer lang gerannt, der die hingelockt hat. Versehentlich. Ja. Oh, was poltert hier? Der Kano ist hier noch. Ach, der Kano ist unten? Mhm, im Wasser. Ach, da, okay. Mann. Oh Gott. Schmerzende Verluste. Die waren alle vollgeladen, die Dodos. Die haben alle was getragen. Rum. Hier ist ein Rucksack schon mal. Von mir. Ein Kacke drin, aber deiner war auch hier irgendwo, ne? Naja, der war auch direkt am Wasser da. Schon hart. Mm. Oh Gott. Ja, man muss ja sagen, realistischerweise wahrscheinlich hätten wir die sowieso nie lebend hierher gebracht. Wahrscheinlich. Aber trotzdem, auf einmal sterben sie alle. Hallo? Wenn da einmal ein Alu dran rumnagt, dann hat er nicht... irgendwer eine Waffe? Hm. Weil hier die Piranhas... Ich könnte dir eine Fork abgeben, gleich. Mal ganz kurz hier noch was bauen. Ich habe auch nichts mit. Was fehlt denn hier schon wieder? Steine. Na, ich komme erstmal zurück. Oh nein, hier ist ja noch irgendwas. Okay, das war's schon wieder. Oh, Terrorvogel. Gönn dir. Scheiße, bin ich hier noch richtig? Ich glaube, da vorne lang. Also wie erwartet... habt ihr da jetzt schon ein Bett gebaut? Ich habe gerade ein Bett gebaut, ne? Ah, geil. Cool. Denk mal, ein Wein hier? Ich hab keinen Bock, den Weg jetzt noch 100 Mal zu laufen, oh, ey. Mann. Ich bin ja gewillt, mal zu gucken, was bei unserem Floß los ist. Wahrscheinlich kann man da nicht mehr spawnen, weil das Bett weg ist. Wahrscheinlich. Irgendwie brauchen wir erstmal unsere Sachen da unten. Naja, ihr könnt ja mal gucken. Ich möchte jetzt erstmal hier kurz die Wände weiterbauen. Ich geh mal kurz, gibt's mir eine Fork? Floß ist weg. Also beziehungsweise Floß ist nicht weg, aber Bett ist weg. Das Bett ist weg. Ja. Naja, dann ist das Zeug auch Geschichte. Warte, eine Fork schmeiß ich dir gleich hin. Stehst du neben mir? Ja.
Naja, draufgeschissen. Ich meine, das Zeug hier zu transportieren wäre eh. Ich hoffe, die hält ein bisschen noch. Krampf gewesen. Wo ist denn mein Rucksack? Ich geh mal kurz runter. Ich habe übrigens schon eine Wand noch extra gebaut. Ja, hier, ich mache auch schon. Sehr schön. Sehr schön. Oh, hallo Kano. Ja. Guten Tag. Ist es noch der komische Kano von vorhin? Ja, der rennt gerade. Ist der noch angeschlagen? Nee. Alter, ich muss Rache üben. Der ist nicht mehr angeschlagen. Geht gar nicht. Die müssen wir da irgendwie wegkriegen. Ah, dieser Pisser. Müssen wir auch die Locken weg. Ach, ich habe noch 43 Pfeile. Da sind auch zwei Terrorbirds. Ich lege sie alle um. Kriegt man die mit Pfeilen platt? Klar. Ja, und, ja. So, sind die da? Ach, genau, hier unten. Lauf! So, bleib schön da stehen und stirb einfach. Das ist für Dorothea. Nee, 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 bleib da. Haben wir denn Dorothea? Natürlich hatten wir Dorothea noch im Stream. Echt? Naja, da, komm, das war von wegen nach. Dorothea. Ich guck nach. Natürlich, Dorothea. Hast du das verdrängt, sag mal? Dodo Girl? Ja, und Dorothea. Da, also. Mario hat schon wieder Gedächtnislücken. Dodoline, Dodo ja. Boy, Pauline, Dorothea. Tatsache. Hast du den Kano schon weggelockt? Nee, der. Oder? Ich mach das mal eben. Mario wollte ja. Den gar nicht hier. Also, Mario kann den ja auch einfach mal irgendwie mitziehen. Ach, da steht. Vorsicht, Terrorbird, ja. Rechts! Rechts von dir! Ja, der kommt dir gerade hinterher. Scheiße. Oh mein Gott. Wo ist denn der hin? Und der andere kommt auch gerade wieder. Oh Mann, ey. Und da kommt irgendwas angesprungen. Oh, man, geh weg, Dödi. Oh fuck. Also, könnte ich mal irgendeinen treffen? Was ist denn hier los? Verdammt, wo geht's hier hoch? Ich denn fest? Scheiße, wo geht's hier hoch? Mann, wenigstens einmal hier killen, ey. Sind die hinterhergekommen oder? Die haben viel zu viel. Ich höre Insekten. Wenn der eine Terrorbird sieht ja schon ganz geil aus. Aber Hiro, wenn er deine Leiche. Ach nee, ich habe ja deine Leiche eingesammelt. Ja, ja. Das ist ja das Problem. So, einer ist tot. Meine hatte ich ja gefunden. Genau. Au. Schön entspannt da reingesprungen, ey. Das ist zum Glück. Da hinten liegt der Rucksack. Aber das ist nicht deine Leiche. Geh weg, Piranha. Boah, ich habe so Schmerzen. Ich glaube, ich habe noch. Wie viele Lebenspunkte habe ich denn noch? Zu wenig. 30. Warum sehe ich denn nichts? Achso, ich bin gestorben und. Ist hier noch irgendwas? Treff was man umbringen kann? Na, hier, wer auch immer auf den Piranha schießt, der hat gerade Schaden gemacht. Hiro, ja. Nee, ich habe den anderen Fisch da getroffen. Achso. Wo ist denn der andere Terrorbird hin? Da, und da hinten ist der hinten. Kano. Oh Mann. Ich meine, ich kann probieren, ihn hier zu treffen, aber ich habe nur noch 19 Pfeile. Ich habe auch noch 10. Ach, wer beißt mich hier von hinten? So. Ach hier, Piranhas. Nicht getroffen. Ja, die müssen wir mit einer Fork machen. Pfeile lohnt sich da, glaube ich, nicht. Oh, Terrorbird von hinten. Ach du Scheiße, nein! Nein. Oh Gott. Wir müssen das wie die Erdmännchen machen. Einer hält Wache, der Rest kümmert sich um Nahrung und was auch immer. Aua! Bist du nein! Los, los! Oh. Geil, der guckt da durch. Ey, genau. Ganz vorsichtig hier durch die Luke. Boah, dieses Mistvieh! Hat es sich runtergehauen? Ja! Oh ne, da kommt der Piranha. Hm, na, ist klar, ne? Schneller. Ey, wir sind hier voll sicher hier drin, Alter. Wir sind voll sicher. Boah. haltet ihr den Terrorbird da oben? Weil. Naja. Ja, ja, der ist hier noch bei mir. Ich versuche gerade irgendwie umzubringen. Oh Mann, ey. Schmerzen. Und das Paracetamol-Tierchen hängt hier ich völlig entspannt. Ich würde auch. Ist er jetzt weg? Ist er tot? Nee, nein, lebt noch. Oh! Oh. Hat wehgetan, glaube ich. Ah, nee, er kommt. Nein, echt? Ah, nee, jetzt kommt er wieder zu mir. Oder? Nee, der rennt weg. Jetzt flinke Füße. So. Bin auf jeden Fall drin. Sehr schön. Boah, sieht man den ab hier? Nee. Hiro, geh mal ganz weg. Danke. Wo ist der denn jetzt? Der ist jetzt nach rechts hinten irgendwo gerannt. Da unten rennt er. Ja. Der geht erstmal stiften. Das Problem ist, der kommt wieder. Ja. Mann. Sollen wir jetzt schnell versuchen, die Sachen zu holen? Ich mach schon mal. Ich hab grad nichts bei, ihr könnt von oben gucken. Oh je, ey. Spannend. Das Problem ist, du kriegst die Piranha ja nicht platt. Und da drüben ist ein Kano. Das ist immer noch der blöde Kano. Also beeil dich. Der. Und, oh Gott. Ob du das schaffst? Problem, ich muss halt erstmal. Ach, hier ist ein Rucksack. Aber ich versuch den abzulenken, wenn er dann ja, kommt. Ja, das ist mein Alter. Also, da 30 ist nicht Fleisch. Drin. Ja. Irgendwo da müsste deins sein, aber. Piranhas. Na, ich glaube, ich habe den irgendwo gerade gesehen. Also, wart ihr denn auf der Mittelinsel? Piranhas? Da liegt ja noch eine Leiche rum. Auf der Mittelinsel. Nee, die habe ich eingesammelt. Ah, okay, super. Boah, die schaden, die kleinen Viecher, ey.
komm mal eben vorbei. Ich habe ja auch nichts, ich habe nur eine Fork. Dann kann ich eine Fork ist wichtig. Ja, können wir neue Fork bauen. Grüner. Ja, wir brauchen auch welche, denn ich kann mit den Fäusten nicht kämpfen. Ja. Oh Mann, ey. Man geil. Sieht halt nichts. Wir bräuchten noch eine Kiste oder einen Schrank, irgendwas. Siamesische Paracetamol-Tierchen. Ich kann nichts ausladen, so gefühlt. Ich bin auch direkt wieder so viele, ey. Mhm. Hier, links neben mir, du? Ja, ich. Hast du dazu gehört? Ja. Nee. Wir brauchen noch einen Schrank. Ein Schrank. Oder eine Kiste. Ja, mach ich. Ich habe ja genug Material, glaube ich, noch. Schauen. So, jetzt sind Piranhas sind alle down, glaube ich. Können wir mal suchen gehen. Da. Uiuiui. Da ist der Rucksack. So, habe ich hier noch genug Storage? Oder ein Rucksack. Und das müsste eigentlich der einzige sein noch. Da ist alles drin. Okay. Sehr schön. Mensch, haben wir alles gerettet. Dann können wir jetzt nämlich auch direkt hier, ich würde sagen, wir bauen direkt an die Mauer auch was ran. Ja. Oder vielleicht ein Stück weiter vor. Ich glaube, hier links war ein Terrorbird. Ja, irgendwas hat da rumgeschrien. Da ist einer. kommt Lani. Rein. Sorry. genau im falschen Moment. Mario? Ja, ich bin Mario schon drin. Mario ist drin. Ich bin über den Mauer gehüpft. Wo ist er denn, der Kleine? Kann man hier einfach rüberhüpfen? Ja, klar, mit ein bisschen Anlauf über die Großen. Das ist ja das Problem an der ganzen Sache. Wir müssen halt ein bisschen weiter nach außen dann bauen. Ich baller einfach mal alles hier in eine Kiste rein oder so. Ja, ich würde gerne eine Foundation bauen, irgendwie, wenn wir Stein ran kriegen. Ja, schaffen wir schon. Und ich habe ja auch noch 32 Steine, ich pack einfach auch mal rein. Einfach alles erstmal. Ja, alles drin. Komm. Dann gehe ich nochmal Steine sammeln und hoffe, dass hier nichts Garstiges kommt. Und wir müssen neue Pfeile bauen. Hier ist noch ein kaputtes Hemd, falls man das reparieren will. Hier ist noch, also ganz links sind noch drei Pfeile drin. Okay. Die Spikes sind aber gar nicht. Ah doch, die Spikes habe ich auch. Boah, ich dachte schon. Das wäre schon schade, wenn die weg wären. Mhm. Einen Hut habe ich noch. Ja, ich habe, glaube ich, gar keine Klamotten mehr an. Und ja, Forks auch noch 5 Stück drin. Hm. Und kaputt ist es, das Beil. Also meinst du direkt vor der Mauer, so ein bisschen entfernt einfach? Ja, so vielleicht hier so in dem Abstand, hier so quasi. Ein bisschen, also nicht so ganz nah ran, sodass man quasi dahinter noch durchgehen könnte. Ja, dann geh mal weg. Quasi so einfach. Ja. Sollte ja schon mal ein bisschen was abhalten. Geh mal zu dem Airdrop, wenn der Terrorbird kommt, dann. Vielleicht ist was Geiles drin. Na, ist nur ein grüner, aber immerhin. Haben oder nicht haben. Ich muss halt nur erstmal hochkommen, das ist das Problem in der ganzen Sache, weil ich nicht weiß, wo es hier hochgeht auf diesen Felsen. Die letzten Besuche habe ich alle mit Pteranodon gemacht irgendwann mal. Oh ja, hier ist ja gar nicht oben auf dem Berg, sondern dahinter. Oh, bitte, lass es bis drin sein. Ach, Ressourcen. Naja. Gut, aber die Ressourcen können wir auch gebrauchen. Ja, klar. Wir haben ja kein Floß mehr und keine Tiere mehr. Ja, ich lasse dann am Rand ein bisschen Platz, oder ich versuch's zumindest. Ne? Boah, wir müssen uns aber echt irgendwie was machen, dass wir das sehen von Weitem. Wenn das wirklich so flach bleibt oder aktuell ist, man sieht das nicht, wenn man so rüberrennt über den Berg. Also an den Seiten kommt man durch. Ja. 8 Narkotics habe ich gefunden. Hier natürlich auch noch ein paar, aber... Wie viele Steine haben wir gerade am Start? Also ein paar sind noch in der Box. Ich habe jetzt 95 und bringe die jetzt erstmal mit. Okay, super. Dann kann ich ja schon mal Foundation bauen. Dann würden wir noch ein drittes Bett hinkriegen. Ach, hier sind die Spikes. Cool. Oh ja, also hier traue ich mich jetzt nicht mehr rüber zu springen. Nee, das wäre gut. Sollte man nicht machen. Ein gelber Airdrop, ey. Okay. Pteranodon-Ei, ja geil. Ja, ne? Aber über mich meckern? Ja. Seit wann greifen die Pteranodons an? Nee, ich hab's aufgesammelt. Ja, noch schlimmer. Ja, aber so, das haben also die so nie gemacht. Steine sind drin. Wo? Rechts. Nee, Mitte, glaube ich. Hab schon. Der Kanu da hinten, ey. Aber sind wir denn hier halbwegs sicher? Ja, wenn jetzt nicht gerade ein T-Rex ankommt, ja. Jetzt müsste es passen, ne? Ich meine, auch der T-Rex macht die ja nicht direkt platt, oder, die Dinger? Ja, der läuft drüber. Ich helfe dir mal hier mit dem Baum. Da kommt ja so viel raus. Oh shit, und jetzt fehlt mir Flint. Na klar. Boah, kriegt man da viel raus, ey. Hammer. So ein Flint. Baum? Ja. Jo. Ich glaube, 300 Holz? War da nicht ich mal was? Ich habe jetzt die Hälfte noch Setsch gemacht. Jede Menge auf jeden Fall. Wir müssen auf jeden Fall gucken, dass wir hier vorne vielleicht irgendwie noch das sichern, weil hier
Das kann hier alles direkt durchrennen. Dass wir nur einen schmalen Durchgang lassen, Hiro. Also hier quasi noch irgendwie einer hin, dass wir gerade so durchpassen, aber nichts anderes. Denn hier kann alles durchlaufen. Ja, genau. Nee, es gibt halt keine Spikes mehr. Deswegen. Ja, am besten von links aus. Oh mein Gott, ich bin hier runtergefallen. Oh mein Gott. Kann man hier so ein Vieh nicht mal in die Spikes locken für Leder? Welches? Ich hab da Leder mitgebracht. Einen ganzen Stack. Na dann. 200 Leder oder so. Oder ich habe sogar noch mehr reingepackt. Und da drüben ist ein gelber Airdrop. Aber so weit sind wir noch nicht, ne? Nee, so weit sind wir noch nicht. 45? Aber wir sind schon, glaube ich, weit genug für einen Pteranodon. Das stimmt. Weit genug für einen Pteranodon. Da kann ich ja mal. Oh, ich lerne die Sättel. Ich lerne schon mal. Nein, du bist ja bist du schon 35? Nee, aber ich dachte, Pteranodon ist vorher dran. Warte mal. Pteranodon-Sattel, klar, kann ich ihn lernen. Oder waren die 25? Ich glaube, der ist 25. Ich glaube, wir hätten schon voll. Ja, 25 war das bestimmt. Könnten schon längst fliegen. Mann! Oder es wurde geändert, das kann durchaus sein, das weiß ich nicht. Aber früher war das, glaube ich, 35 und für den Argentavis brauchte man 45. Ich weiß es nicht mehr. Gut, ist auch egal, ob es jetzt vorher war oder nicht. Wir können es auf jeden Fall schon bauen. Das heißt, wir könnten uns theoretisch mal den nächsten Vogel schnappen. Ja, sollten wir auch tun. So. Das sollten wir tun. Ja, ist doch sicher hier. Die kleine Hütte. Sehr gut. Ja, das Problem ist halt nur, wenn ihr ein Titano mal reinlatscht, dann eskaliert das hier. Ja, das ist aber so richtig. Darüber denken wir jetzt noch nicht nach. Hallo, wir sind erstmal angekommen. Irgendwie müssen wir ja anfangen, ne? Eben. Ich meine, wir werden jetzt so viele Tiere dadurch ab. Da lohnt sich das schon. Das rechnet sich. Das finde ich auch. Dann sollten wir auf jeden Fall zusehen, dass wir irgendwo noch was aufbauen, was vielleicht nicht gleich weg ist. Dass wir irgendwo ein bisschen was an Rohstoffen lagern oder so. Ja. Stimmt. So, was ist jetzt hier der Kacknebel, ey? Ach cool, dann könnte ich ja auch demnächst mal die Lederklamotten fertig bauen, so richtig. Wir haben ja genug Hide dann. Also einfach, dass wir vernünftige Sachen anhaben. So. Betten stehen. Mal wieder leer machen hier. Hast du auch noch ein bisschen Leder? Habe ich gerade in die Kiste gepackt. Ja, cool, dann habe ich das jetzt schon rausgenommen. Ja. Fiber ist auch drin. Ja, cool, das kann ich jetzt schon herstellen. Das ist ja echt ein Premium-Schlafplatz hier. Ja, aber hallo, guter Ausblick hier auf den See. So, Hiro, ich schmeiß dir mal gleich die Klamotten hin. Dann hast du ein komplettes Lederset. Ah, cool. Also einmal so. Die hässliche rote Hose nicht mehr anziehen. Nein. Aber ja, mecker nicht über die rote Hose. Hier, da, bitteschön. Ah, cool. Dankeschön. Bitteschön. Nur Handschuhe fehlen, glaube ich. Ja, da können wir quasi von hier Handschuhe aus dann loslegen. Das stimmt. So, wo ist der Mario? Mario ist da. Dann müssen wir noch den ganzen Quark von drüben hier rüberbringen. Das vom Floß lohnt sich ja nicht mehr, das ist ja Geschichte. Ja, bitteschön. Inklusive Tierchen. Ja, schade eigentlich, ne? Ja, wirklich schade. Naja. Ist halt so, gehört halt dazu. Wir wussten ja, was auf uns zukommt. Ja, ne? Aber gleich so, weißt du, die volle Ladung, ey, ist schon ganz schön. Ja, wenn hart. Da einmal einer reinrennt, dann ist da Geschichte. Das wussten wir doch. Aber dass da nicht irgendwie einer am Leben bleibt. Da, tatsächlich. Das sieht schon geil aus hier. So, Handschuhe mache ich auch noch schnell. Die Geräuschkulisse ist auch ziemlich cool. Wenn ihr nochmal rein. Also, in der. Ach, du bist ja noch da. Warte mal. Hiro ist gerade raus. Ich mache mal kurz ein Foto. Einmal. Wir sind ja auch eigentlich schon durch jetzt. Ja, wir sind schon voll durch mit der Folge. Das ist wahr. Sind auf jeden Fall gut vorangekommen. Und ah, guck mal da, die Sonne. In den Bäumen da drüben. Das ist schön. Geil. Ja, Hiro, also rechts in der Kiste ist noch ein paar Handschuhe für dich. Ja, dann würden wir sagen, vielen Dank fürs Zuschauen. Wir hoffen, ihr habt genauso mitgefiebert wie wir. Und dann sehen wir uns beim nächsten Mal wieder und bauen hier mal entspannt weiter oder haben wahrscheinlich schon so ein Stück weitergebaut. Gucken wir mal, ich denk mal, wir werden was dann farmen. Schon so los ist. Ja, auf jeden Fall. Ja, damit wir was rechts bauen in der Kiste hast du gesagt? Genau, rechts in der Kiste. Da ist nichts. Nix. Und es regnet. Sehr schön. Warte mal. Wir haben nicht mal ein Wo Dach. Hab ich denn jetzt? Oh, ich habe sie noch in der Tasche. Na toll, das hätte super geklappt. Bitteschön. Jo. Juti, ihr Lieben. Also dann, bis zum nächsten Mal. Jo, bis dann.